Da ich ja vor kurzem den Rechner neu gemacht hatte, verfüge ich jetzt auf dem Rechner kein Head-Tracker und steuere jetzt die Kopfbewegung über den Schubregler, über den Thrustmaster, und da vorne gibt es so einen kleinen Vektorstick, und das zeige ich mal hier, den müsst ihr dann so einrichten, dass ihr da eben die Achsen einrichtet, in welche Richtung ihr dann blickt. Und mich hat das interessiert, ich habe das vor vielen, vielen Jahren mal gemacht, dass ich versucht habe, so ohne Head-Tracker zu spielen mit der Maus. Und da dachte ich mir, oh, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, das jetzt hier nochmal zu probieren. Also, schnelle Mission wieder angewählt, Kopf an Kopf. Und dann, das ist der Gegner, KI, Stärke ist Ass. Das ist nur Spot 7. Und ich werde einen Albatros die 3 fliegen. Da ist aber was Schönes passiert in dem Turnfight gegen die Spot. Das werde ich euch dann auch nochmal vorstellen. Weil da muss man so beim Albatros ein bisschen drauf achten. Aber das kommen wir gleich zu. So, wie gesagt, da kommt die Spot angerauscht. Ich hatte einen leichten Höhenvorteil für mich eingestellt. Einfach um besser reagieren zu können, weil ich jetzt auch nicht wusste, was kommt auf mich zu. Da motorisch mit diesem kleinen Vektorstick da vorne den Kopf zu bewegen. Und die Turnfights gegen die ASKI, die sind schon... Also die können schon richtig sportlich werden, deswegen, ich wollte es jetzt nicht übertreiben, aber komm, leichten Höhenvorteil stellst du dir ein. Und bin dann dran geblieben, und wie man sieht, ich bewege also den Kopf, Pilotenkopf, die ganze Zeit mit diesem kleinen Vektorstick. Das war ganz gut, da habe ich ihn direkt im ersten Anlauf auch getroffen, sieht man gleich, dass so ein bisschen Rauch da auch rauskommt. Und da sieht man das. War der Vorteil schon auf meiner Seite. So, ich bin jetzt also mit der Spot in den Turnfight gegangen. Und was man gleich sehen wird, ist, da muss man beim Albatros wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Der verliert ab einer gewissen Geschwindigkeit im Turnfight sehr schnell an Geschwindigkeit. Und dann kann das sein, dass der mir wirklich zur Seite wegsackt und ich den auch nicht mehr abgefangen bekomme. Das ist schon ein bisschen speziell beim Albatros D3. D2 ist etwas besser und D5A dann auch wieder dasselbe in grün. Und da muss man wirklich ein bisschen vorsichtig sein, dass man mit dem Albatros, und das sieht man ja hier, ich muss ja von der Geschwindigkeit, muss ich ja, um an der 6 zu bleiben, muss ich ja die Geschwindigkeit zurücknehmen, den Schub zurücknehmen. Und jetzt kommt ja noch erschwerend dazu, dass der ja auch nicht mehr voll funktionsfähig ist, der Gegner vor mir. Das heißt, der hat jetzt auch die Geschwindigkeit gar nicht. Also ich muss ja in jedem Fall reduzieren, um dran zu bleiben. Und hier, da sieht man das sehr schön. Wie schnell der an Geschwindigkeit verliert, der Albatros D3, in dem Moment, wo ich in der Kurve bin. Und gleich kommt es sogar noch heftiger. Eigentlich, wenn ich nicht gegen KI geflogen bin, sondern gegen einen realen Gegner, hätte ich diesen Luftkampf verloren. Weil ich rutsch weg. Er ist rechts über mir. Wenn ihr jetzt gleich mal genau auf die rechte Seite achtet, guckt mal, wo der ist. Und seht ihr das? Der hätte nur die Nase runternehmen müssen, hätte mir voll einen mitgegeben. Also da beim Albatros ein bisschen vorsichtig sein. Mein Fazit auf alle Fälle aus dieser Geschichte hier ist, dass ich eigentlich mit dem Vektorstick vorne am Schubregler, ohne einen Head-Tracker zu haben, im Grunde genommen ziemlich gut parat gekommen bin. Ich war selber verblüfft. Ich habe das vor vielen Jahren das letzte Mal gemacht. Da habe ich allerdings eine Maus benutzt in der linken Hand. Das geht auch sehr gut, sich mit der Maus umzugucken. Aber das hier, muss ich ehrlich sagen, das läuft eigentlich sehr gut. Ich werde das auch in nächster Zeit noch mehr kultivieren, noch mehr ausprobieren, wie gute Ergebnisse man mit diesem Vektorstick da vorne erreichen kann, ohne einen Headtracker zu benutzen, weil mich das doch wirklich sehr stark interessiert. Der Headtracker bleibt auch an meinem anderen Rechner dran, wo ich noch spiele. Da habe ich auch Rise of Flight drauf und sowas. Und der wird jetzt nicht auf den Rechner hier übertragen. Ich werde mir auch für den keinen zweiten kaufen, weil das brauche ich hier im Moment nicht. Und deswegen hat mich das doch sehr, sehr angesprochen, dass ich tatsächlich ein relativ gutes Ergebnis damit erreichen konnte. Das war jetzt mein, glaube ich, mein zweiter Luftkampf, den ich geführt habe. Ich habe dann auch den Fokker DR1 mal ausprobiert. Da ist es ein bisschen kniffliger.
weil ich da relativ schnell auch mit dem Kopf reagieren muss. Und da muss man so ein gewisses motorisches Feingefühl auch noch aufbauen, damit das hundertprozentig sitzt. Aber so an für sich, finde ich, kann man das eigentlich wirklich ganz gut mit diesem Vektorstick da vorne am Schubregler auch machen. Ja, wollte ich mal gezeigt haben. In diesem Sinne, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Movie. Tschüss.